aber wirklich nur Schmuckwerk hier oben, denn ihr wisst, was heute Abend kommt und dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zur Primetime am Samstagabend im wohl schönsten Club Hildesheims. Ich sage das immer wieder gerne. So, und wir haben so ein kleines Revival-Konzert heute Abend. Ricardo und ich, wir haben das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen. Ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber Ricardo kam vor 5 Jahren auf mich zu und hat gesagt, ich habe eine Truppe, wir möchten gerne ein Album aufnehmen. Ich habe ein Tonstudio, so kam dieser Kontakt damals zustande. Und dann ist dieses wunderschöne Album entstanden. Django Always Back to the Roots. Beweisstück A, sozusagen. So, und das ist ein wunderschönes Album geworden. Es sind wirklich 14 Titel geworden. Ne? Und wir hatten eine tolle Zeit im Studio. Und wir haben dieses Jahr festgestellt, Alter, wo ist die Zeit geblieben? 5 Jahre ist das Ganze her. Das Album haben wir 2018 produziert. Es war eine ganz tolle Zusammenarbeit, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. Vielen Dank dafür, Ricardo. Ne, das ist dein Applaus. Danke dir. Dieses Album, das sind, glaube ich, die letzten, die noch übrig sind, ist heute Abend käuflich zu erwerben. Ricardo hat mir vorhin gesagt, für 10 Euro könnt ihr diese wunderschöne Musik mit nach Hause nehmen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Das sage ich nicht nur, weil das bei uns produziert wurde, sondern weil das wirklich handgemachte und eingespielte Musik ist. Also richtig professionell und nicht irgendwie über MIDI oder über Computer. Nein, da saßen wirklich Menschen und die haben das eingespielt. Es war eine tolle Zeit. Und dann gab es diese CD-Premiere und das war im Oktober 2018 hier im Literanova. Und damals, bis dahin kannte ich diesen Laden noch gar nicht. Und ich kann mich daran erinnern, Ricardo hat dann gesagt, natürlich seid ihr eingeladen zur Premiere. Ich sage, ja klar, wir kommen. Und dann mein Tontechniker mit eingepackt und dann sind wir hierher. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir standen draußen vor der Tür und ich habe so hier diese 4 Fenster gesehen und habe so gedacht, das ist nicht sein Ernst, hier so eine Premiere zu machen, also so von außen gesehen. Ja. Und dann sind wir hier reingekommen und da war es um mich geschehen. Da ist irgendwas übergeschwappt. Diese Atmosphäre hier unten, ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares, zumindest nicht in Hildesheim. Und das hat mich so gecatcht und wir haben da unten ganz brav gesessen in einer Schulreihe und wir haben die Jungs gefeiert und das war ganz toll. Und deswegen ist diese Produktion für mich so wichtig, diese CD so wichtig. Deswegen ist mir Ricardo wahnsinnig ans Herz gewachsen. Und ohne Ricardo, ganz ehrlich, würde ich hier oben nicht stehen. Ich habe dann nämlich im Jahr darauf meine Sinatra-Show gemacht, bis zu Corona, dann war ja vorbei und irgendwann habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen, als es hieß, dass die Terranova wird für immer schließen und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein für so eine tolle Lokalität in Hildesheim, das muss weitergehen. Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen, ich habe einen Zuschlag gekriegt, ja, und seitdem habt ihr mich hier an der Backe. Ne? So viel dazu. Ne? So fing das alles an. Und deswegen ist mir dieser Abend ganz besonders wichtig. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid und mit diesen fantastischen Musikern, die gleich auf die Bühne kommen, diesen Abend zelebriert. So, und bevor ich jetzt das Feld räume, bitte ich nochmal um 2-mal Applaus. Einmal für die Thekenkraft heute Abend, das ist der Lukas. Dicken Applaus für Lukas. So, und damit das Kulinarische in den Gläsern auch überschwappt in das Kulinarische, was Hörgenuss heißt, habe ich den besten Techniker in Hildesheim für euch engagiert heute Abend. Dicken Applaus für Nick! So, und wenn ich sage Schmuckwerk, dann bin ich auch nur Schmuckwerk. Ich bin nämlich jetzt verschwunden, denn ich bin nur der Co-Moderator heute Abend. Denn der richtige Moderator steht da schon in den Startlöchern. Und ihr werdet ihn kennen von den unzähligen Festivals, die Ricardo schon auf die Beine gestellt hat, hier in Hildesheim und für Hildesheim, das muss man sagen. Und er wird euch jetzt durch den Abend begleiten. In guter Manier, so wie er es immer tut, ganz dicken Applaus für den Helmut, ne? Richtig? Nein? Für den Ewald? Oh, ich hab's.
Hinweis. Wie komme ich auf Helmut? Siehst du, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr trinken sollen. Guck mal, da ist dein Mikrofon, das gebe ich dir jetzt. Ich hoffe, du verzeihst mir nochmal. Ewald, kann ich Ihnen das sagen? Wir haben noch nicht auf du getrunken, ne? Daran liegt es wahrscheinlich. Der Kontrabass da noch. Der Kontrabass, aber hier, komm, das wird... Das wird mir ständig. Ich bin Kontrabassist. Strippenzieher vom Beruf, alles gut.